Mein Name ist Lukas und ich habe mir Before I Wake für euch angeguckt und wie ich den Film fand, beziehungsweise warum ich finde, dass der im Horror-Genre nicht gerade gut funktioniert, aber an sich echt ein guter Film ist, wenn man auf Fantasy steht, das erfährst du jetzt. Bist du soweit? Ich denke schon. Cody, das sind Mr. und Mrs. Hobson. Hallo. Guten Morgen. Er mag Schmetterlinge. Das Zimmer ist schön. Ich denke, sie werden wunderbare Pflegeeltern sein. Wer ist das? Das ist unser Sohn Sean. Wo ist er? Er ist im Himmel. Und jetzt träumen wir schönes, Cody. Gute Nacht. Was ist hier los? Nicht so gerne. Meine Träume. Was passiert denn, wenn du träumst? Die Träume von dem Jungen werden wahr. Das ist unglaublich. Und wunderschön. Aber seine Albträume. Sie sind. Gefährlich? Tödlich. Das Familienglück von Jessica und Mark ist bisher nicht so gut gelaufen, denn sie verlieren ihren Sohn Sean bei einem Unfall in der Badewanne und dies füllt sie voller Trauer, doch das soll nicht so lange bleiben, denn sie entscheiden sich, einen Sohn zu adoptieren, beziehungsweise ein neues Kind, nämlich Cody, und dieser soll ihr ganzes Leben wieder auf die Beine stellen. Doch das ist leider nicht so einfach, denn der Junge wird von einer Angst geplagt, nämlich dem Einschlafen, beziehungsweise dem Träumen, denn der Junge weiß, dass wenn er einschläft, ihn plötzlich eine grausame Gestalt verfolgt und heimsucht. Obwohl die Eltern das für Unfug halten, soll es doch wahr werden, nämlich als der Junge einschläft, merken sie nachts, dass total schöne Dinge passieren, doch natürlich bleibt es nicht nur bei diesen schönen Dingen, sondern es soll auch bald die dunkle Seite kommen. Wie der Film so ist, das erfährst du natürlich im Kino. Before I Wake ist in meinen Augen kein klassischer Horror. Es ist mehr Fantasy-Touch-mäßig, mit einem leichten Mystery-Geschmack meiner Meinung nach. Doch man hat diese Momente, in denen man sich wirklich erschreckt. Das heißt, der Film hat schon einen leichten, wie gesagt, Mystery-Horror-Touch, in dem er einen bekommt und man wirklich da sitzt und leichte Momente verspürt, in dem man Gänsehaut bekommt und sich auch erschreckt. Doch die Story ist in dem Sinne wirklich brillant. Nämlich, wir haben Cody, der einschlafen soll, beziehungsweise die Eltern nicht glauben, dass wenn er einschläft, er komische Träume bekommt und die Träume dann auch noch real werden. Und diese Story ist meiner Meinung nach wirklich diesem klassischen Klischee eines Horrorfilms ziemlich abgewandt. Und das finde ich sehr gut. Nämlich durch diesen Mystery-Touch und diese Fantasy-Art, die da noch mit reingespielt wird, sticht er in meinen Augen sehr hervor, dass er wirklich einzigartig wird. Warum mir die Story noch gefällt, wie schon eben erwähnt, ist natürlich, dass dieser Film einfach nicht dieses Horror-Klischee bedient. Das heißt, wir haben hier kein Haus oder beziehungsweise kein Horrorhaus mit verlorenen Seelen, in dem Geister und Dämonen leben, die gerade auf die Familie sehr dämonisch und düster wirken. Und auch keine Familie, die in dem Sinne von einem Geist befallen wird, dadurch, dass sie schwach ist und voller Trauer. Natürlich haben wir hier eine Familie, die in dem Sinne voller Trauer ist, aber nicht dadurch heimgesucht wird, nämlich dadurch, dass die Träume realistisch werden. Finde ich wirklich gut, hat mir sehr gut gefallen, die Story. Doch jetzt kommen wir ein wenig zum negativen Teil, nämlich der Cast. Der hat mir überhaupt nicht gefallen, wir haben viel zu wenig Emotionen, das heißt, wir haben Jessica und Mark, also die Eltern, bringen in meinen Augen wirklich nicht das Feeling rüber, was es eigentlich sein sollte. Wir haben zwar diesen Trauer, der in dem Sinne gut rüberkommt, dass sie traurig und still und auch vielleicht etwas zurückhaltend ist, doch das macht den Film ein wenig zu langweilig. Der Film bzw. die Mutter ist in dem Sinne so still und sehr emotionslos, dass auch in diesen spannenden Szenen die Mutter irgendwie nicht mich fesselt und ich sage, okay, das habe ich einfach noch nicht gesehen in einem Film oder die schauspielerische Leistung ist einfach wirklich brillant. Das hat mir ein wenig gefehlt und das zieht das ein wenig runter. Zum Sohn Cody ist zu sagen, dass er zwar seine Rolle sehr brillant und gut spielt und auch wirklich mehr Emotionen reinbringt als die Eltern und auch gerade in den Momenten gute Gefühle vermittelt, in denen es spannend wird, in denen es schaurig wird, in denen man sogar erschreckt wird und man wenig
Angst davor hat, dass es jetzt irgendwie was passiert, sondern eher dieses düstere Setting, dazu aber später noch was, doch dann wieder emotionslos, indem er 100-mal im Film auch sagt, es tut mir leid, dass ich träume, oder es tut mir leid. Das wirkt für mich einfach ziemlich emotionslos, es ist einfach nicht so diese schauspielerische Leistung, die ich gerne gesehen hätte. Da finde ich einfach beispielsweise in Babadook den Jungen einfach viel besser, er bringt es einfach gut rüber, und da haben wir einfach zu viele Leute in Horrorfilmen, beziehungsweise zu viele Kinder in Horrorfilmen, die einfach die Rolle viel, viel besser spielen. Eine wirklich brillante schauspielerische Leistung bringt der Vater, der zuvor den Sohn hatte, doch durch diese ganzen Träume so verzweifelt gewesen ist, dass er kurz davor war, seinen Sohn zu erschießen, doch das nicht übers Herz gebracht hat. Jetzt sitzt er in einer Art Knast, beziehungsweise eher einer Klapse, wo er zurückgehalten wird und nicht mehr an sein Kind darf. Und er spielt in diesen Momenten, wo er leider ziemlich wenig Screentime bekommt, seine Rolle wirklich brillant. Man hat Emotionen, man hat wirklich Trauer, und in diesen paar Sekunden wirklich nur, indem man ihn auf dem Screenbildschirm sieht, hat er mich einfach komplett überzeugt, und ich persönlich hätte gerne noch mehr von dieser wunderbaren Performance gesehen. Leider, leider zu wenig, aber da ist der andere Cast leider, naja, nicht so überzeugend gewesen. Ebenso ist die Handlung am Anfang ziemlich zäh. Wir haben einen Anfang, der sich eher lang zieht, in dem erklärt wird, wie der Junge überhaupt gestorben ist in der Badewanne, wie die Eltern das verkraften und auch die Adoption, wie die Eltern den Jungen aufnehmen, wie es zu diesen leichten Träumen kommt, und das halt anfangs auch eher nur positiv, bis es sich dann wechselt zu den negativen, wo sie merken, okay, da ist doch noch was, was passiert, wenn er Albträume hat, dass plötzlich alles anders wird und ziemlich düster. Der Film ist dadurch irgendwie nicht so aufgebaut, dass man sagt, okay, der Film zieht sich am Anfang bis zum Ende mit einer ziemlich guten Spannungskurve durch. Eher anfangs ziemlich zäh, und das nimmt anfangs ein wenig die Spannung, am Ende doch relativ in Ordnung und ziemlich gut geworden von der Spannungskurve her. Kurz noch zum Setting und zum Szenenbild. Es ist ziemlich düster, wie schon öfter mal gesagt in der Kritik, und die Zeit spielt meistens in dem Haus. Das heißt, wir haben ziemlich viel Screentime in dem Haus der Familie, was trotzdem irgendwie so einen leichten Mystery-Touch hat, gerade auch wenn die Kamera sich dreht und man im Hintergrund was hat und eigentlich darauf wartet, dass jetzt plötzlich etwas kommt und man erschreckt wird, doch es überhaupt gar nicht so passiert, dadurch halt auch wirklich meiner Meinung nach nicht so der Horrorfilm ist, sondern mehr halt diesen Fantasy-Touch berührt. Aber in den Momenten, wo er träumt, wirklich schön gestaltet ist und den Kontrast dann dazu hat, der leicht eher am Ende passiert, diesen düsteren, dunklen, träumerischen, albtraummäßigen Fakt, und dann, wo er gut träumt, extrem schön gestaltet. Mir hat das Setting in dem Sinne wirklich gut gefallen, weil wir ja auch keinen aufwendigen Film haben mit riesigem Budget. Und da muss man einfach zu sagen, in dem Aufwand, wo er betrieben wurde, wirklich ein schönes Setting und ein guter Aufbau. Lassen wir doch am Ende einfach abschließend stehen, dass mir der Film zwar gut gefallen hat, aber ich mit einer viel zu hohen Erwartung rangegangen bin, durch Trailer, durch kleine Filmausschnitte, die schon vorab gezeigt wurden im Internet und auf YouTube auch hochgeladen von mir, muss ich sagen, hatte ich einfach die Erwartung, okay, der könnte echt gut werden, der hat auch von seiner Idee mich einfach perfekt überzeugt, doch leider mit zu viel Erwartung rangegangen und mich in dem Sinne ein wenig enttäuscht. Dennoch möchte ich sagen, es ist kein schlechter Film. Er bekommt am Ende von mir 5,5 von 10 möglichen Punkten, ist aber in dem Sinne nicht schlecht, dass ich sage, okay, den kannst du in die Tonne kloppen, das ist keine Empfehlung, sondern eher andersrum. Ich empfehle ihn an euch, die Leute, die gerne Horrorfilme gucken, aber mit der Erwartung rangehen, dass es kein brutaler, blutiger Splatter ist und auch kein Thriller, Mystery-mäßig so, dass man wirklich erschreckt wird und ein wenig mit der Psyche gespielt wird. Es ist eher ein schöner, ansehnlicher, leichter Schauer und wirklich Fantasy-mäßig angerührt und wirklich gut geworden. Der Film ist aber trotzdem sehenswert und wie gesagt eine Empfehlung, leider horrormäßig eine, ja, ziemlich miserabel geworden, aber kann doch richtig Spaß machen, wenn man sich drauf einlässt. Und das war's mit meiner Kritik. Wir sehen uns in der nächsten Kritik wieder, und um mich rum könnt ihr noch einmal draufklicken, was euch denn so interessiert. Social Network, Links bzw. alte und neue Videos im Anhang, die jetzt gleich noch folgen. Klickt doch einfach mal drauf und zeigt mir mit einer Bewertung, ob es euch gefallen hat oder nicht. Wir sehen uns wieder, und bis dahin weiterschauen.